Hashtag GetEnke-Minute sollten bei Fußballspielen nicht nur an Menschen und Sportler Robert Enke erinnert werden, sondern vor allem an die Volkskrankheit, Depression und vorhandene Hilfsangebote sensibilisiert werden. Robert Enke ist ein Sohn unserer Stadt, so wie auch Dirk Hempel, der sich vor 2 Jahren freiwillig aus dem Leben verabschiedete. Wir möchten daher dieses Heimspiel einmal nutzen, um beide in Ruhe zu gedenken. Vor 10 Jahren nahm sich mein Mann Robert Enke das Leben. So wie er sind allein in Deutschland über 4 Millionen Menschen an Depressionen erkrankt. Doch eine Depression ist in der Regel heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt und behandelt wird. Dazu braucht es Mitspieler, Angehörige, die vorurteilsfrei mit der